Was bisher geschah. Was ist das? Ein Jobangebot. Mein Freund sucht jemanden für die Recherchen für sein neues Buch. Ich habe sofort an Sie gedacht. Ehrlich? Sie müssten allerdings nach Melbourne ziehen. Ruf diesen Typen an und sag ihm zu. Ich fahre dich selbst nach Melbourne, wenn du es willst. Was ist mit dir? Was wird aus uns? Ich trinke auf meine bezaubernde Frau, die mich zum glücklichsten Mann der Welt macht. Prost! Dann habt ihr noch gar nicht eure Hochzeitsreise geplant? Doch, wir starten heute Nachmittag. Was ist denn das? Mein Tagebuch. Sag bloß, Harry schreibt schon seine Memoiren. Sandra Kinsella Ryan. Ich sag doch, es ist alles kodiert. Ja, aber du hast es bestimmt entschlüsselt. Es waren hauptsächlich Daten und Temperaturen. Hat das was mit Züchten zu tun? Oh ja. Und es geht dabei nicht um Herford-Rinder oder Kelpies. Sandra plant eine Dynastie. Ich habe mich entschieden. Du gehst nach Melbourne. Ich werde eine von den langweiligen Frauen, die in einem langweiligen Büro arbeiten. Wichtig ist, du wirst mir fehlen. Und ich werde dir auch fehlen, oder? Nicht, wenn du mit mir kommst. Was? Das hast du dir doch immer gewünscht. So. Ach, und das ist unser Häuschen. Hier lebe ich schon, seit ich denken kann. Das ist die Veranda. Und das ist das Fenster, aus dem ich geklettert bin, wenn Mama nicht hingesehen hat. Wenn du gedacht hast, ich würde nicht hinsehen. Oh, hi, ich filme gerade das Haus. Kannst du das hier bitte noch sortieren? Einpacken oder wegwerfen? Achte Klasse Softball, natürlich wird er mitkommen. Jody, wir werden eine Zwei-Zimmer-Wohnung beziehen. Wir können nicht unbegrenzt Dinge mitnehmen, nur weil du glaubst, ohne sie nicht leben zu können. Das werden wir trotzdem mitnehmen. Und was ist hiermit? Auch wichtig, pack einfach alles ein. Und? Wie war sie? Sie hat eine Allergie gegen Pferde. So ein Mist. Ich bin wohl unersetzlich, was? Und du arbeitest noch zwei Tage. Das Eingangstor. Ja, ja, mach ich gleich. Viel Glück. Danke. Das brauchen wir auch. Sprechen Sie mir nach. Ich bin Herr meines eigenen Schicksals. Ich bin Herr meines eigenen Schicksals. Ich habe mein Leben vollkommen unter Kontrolle. Ich habe mein Leben vollkommen unter Kontrolle. Nichts passiert durch Zufall. Nur durch meine eigene... Wohl noch niemand von Linksverkehr gehört! Idiot! Jody? Kate! Oh, Wahnsinn! Du meine Güte! Wie geht's dir? Absolut widerlich. Total eklig. Ich glaube es einfach nicht. Oh, coole Brille. Nein, mir steht sie besser. Na gut. Unglaublich, jetzt kommst du und ich fahre in zwei Tagen nach Melbourne. Ja, ich weiß, das habe ich gehört. Deshalb bin ich nämlich hier. Ich bewerbe mich um deinen Job. Ach so. Also, Kate, haben Sie Geschwister? Zwei jüngere Schwestern. Keine Brüder, aber das halte ich für sinnvoll in einer italienischen Familie. Sie sind Italienerin? Zweite Generation. Meine Großeltern kommen aus dem Veneto. Kate und ich waren auf dem Internat beste Freundinnen, bis sie abging. Pfeifferdrüsenfieber. Oh, das war bestimmt schrecklich. Ich war die Leidtragende. Ich hatte keinen zum Abschreiben, bin darum voll durchgerauscht. Sie haben also in Agrarwissenschaft einen Abschluss. Du warst auf der Uni? Sie sollten woanders hin. Nein. Ich habe das letzte Jahr per Fernkurs nachgeholt, weil ich krank war. Viel praktische Erfahrung gibt es hier nicht.
Ich habe letztes Jahr das Studium beendet und danach ein Praktikum gemacht. Ach ja, 3 Monate bei der Pharmakrisenhilfe. Ja, ich habe bei der Koordination der Dürrehilfe mitgearbeitet. Alles auf freiwilliger Basis natürlich. Natürlich. Kate war früher schon so. Gab es ein Komitee, war sie dabei. Ich habe noch zusätzliche Kurse belegt in Viehbetreuung und Erntesystem. Und ich habe eine Lizenz als Wollklassifizierer. Also Ihr Lebenslauf ist sehr eindrucksvoll. Ist diese Stelle denn auch anspruchsvoll genug für Sie? Ich finde, es geht nichts über praktische Erfahrungen. Wir könnten uns ja auf eine 3-monatige Probezeit einigen. Natürlich. Fester Vertrag ohne Krankengeld und Urlaubsanspruch und wenn's nicht läuft, fristlose Entlassung. Du solltest eher mehr rausschlagen, nicht weniger. Willkommen auf Drovers. Schön, Sie bei uns zu haben. Willkommen. Danke. Okay, willkommen in der Luxusunterkunft. Leg deine Sachen hier hin. In 2 Tagen gehört das alles dir. Unglaublich, dass ich den Job habe. Die lassen sich nicht leicht beeindrucken, glaub mir. Oh, entschuldige. Ich habe noch gar nicht richtig gepackt. Okay. Darf ich? Ja, mach ruhig. Was ist denn das? Das ist mein 5-Jahres-Plan. Das sieht ja aus wie diese furchtbaren Aufgaben von Mrs. Grahams zur persönlichen Weiterentwicklung. So komme ich zum Ziel. Das ist eine riesige Aufgabenliste. Hältst du dich daran? Würdest du etwa ohne Landkarte zu einem unbekannten Ziel aufbrechen? Mach ich dauernd. Und wenn du mal feiern willst, ist das auch vorgesehen? Marie Curie hat die Radioaktivität auch nicht beim Feiern entdeckt. Marie Curie ist an Verstrahlung gestorben. Ich hatte auch ein paar Chemiestunden, weißt du? Hallo. Fertig? Ja. Gut. Ich habe einen Anruf aus Killarney bekommen. Ein paar Scharfscherer sind nicht aufgetaucht, also werden wir Ihnen jetzt bei der Schuhe helfen. Zeigen Sie Ihre Fähigkeiten als Wollklassifizierer. Braucht ihr mich? Willst du bezahlt werden? Wir sollten gleich unsere 2. Hochzeitsreise buchen. Es war zu schön. Ja, hier ist es aber auch schön. Da wären wir. Zu Hause. Ja. Willkommen zu Hause. Danke. Und, war es gut? Ja, es war schön. Großartig. Und ihr beide? Habt ihr mich schon bankrott gemacht? Bleib locker, Harry. Wir scheren heute zusammen mit Drovers. Sie bringen ihre Tiere hierher. Einige Scherer sind nicht gekommen. Das ist mal wieder typisch. Die aus Drovers haben einen Wollklassifizierer dabei. Ich habe ein paar Helfer gefunden und Alex macht den Rest, oder, Alter? Ja. Helft ihr mir erstmal beim Tragen? Klar. Nein, du nicht, Schatz. Nein. Harry, ich bin doch nein, nicht krank. Nein. Ich will, dass ihr es als Erster erfahrt. Sandra ist schwanger. Oh, das ging ja schnell. Na los, ihr Holzköpfe, was sagt ihr dazu? Gratuliere, hätte ich dir gar nicht zugetraut. Herzlichen Glückwunsch, Dad. Danke, Nick. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Bis gleich. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja. Wann sagst du es mir denn? Was meinst du? Die Stadt. Melbourne, was wirst du da tun? Hast du da einen Job? Nein, nicht wirklich. Ich will es locker angehen lassen. Mal sehen, was passiert. Alte Schulfreundinnen, Ja. Dann kannst du ja schmutzige Sachen über Jody erzählen. Es war ein Mädcheninternat. Das ist ja noch schlimmer. Am besten du ignorierst ihn, dann geht er irgendwann. Also, Katie, ist das deine erste Schuhe? Ich heiße Kate. Kate ist Wollklassifizierer. Sehr eindrucksvoll, Katie. Kate. Habe ich das nicht gesagt? Hallo. Hallo. Harry Ryan. Kate Manfredi. Wir werden Ihnen also unser Vlies anvertrauen. Ja.
Sind Sie nicht etwas zu jung dafür? Ich bin voll qualifiziert und eingetragen. Außer der Lizenz als Wollklassifizierer habe ich einen Abschluss in Agrarwissenschaft. Gut. Startet sein eigenes Zuchtprogramm, was? So kann man es auch bezeichnen. Er wirkt ja sehr zufrieden, was Babys alles können. Hast du schon mal dran gedacht? Was, Kinder zu haben? Ja. Ja, ziemlich häufig. Okay, jetzt sind Sie dran. Schaffen Sie das? Selbstverständlich. Sie ist gut. Lass die Finger von ihr. Sie gehört uns. Komm schon, Jody. Der Besen schlägt gleich Wurzeln. Okay. Was meinen Sie? Danke. Lieb von dir. So. Was soll ich denn sagen? Irgendwas. Ich mache ein Videotagebuch. Ich will dich nicht vergessen. Das kannst du gar nicht, Jody. Los, das Band läuft. Nun sag doch was. Es ist heiß. Das war alles? Du wirst uns fehlen. Wirklich? Natürlich. Wir werden uns dran gewöhnen. Oh, Fred, hier gibt es was zu essen. Fred? Ist doch klar. Manfredi, Freddy, Fred. Wenn Sie nur den Nachnamen benutzen wollen, dann verkürzen Sie ihn nicht. Das lag an Ihrem Arbeitsplatz. Ja und? Das gehört in Ihre Werkzeugkiste. Wenn ich damit fertig bin, lege ich es wieder rein. Gut. Ja. Ich glaube, Sie kennen alle meine Frau. Ich gratuliere euch beiden. Ihr seid bestimmt sehr glücklich. Das sind wir. Danke. Wir hatten es zwar noch gar nicht vor, aber man soll ja mit dem Kinderkriegen angeblich nicht zu lange warten. Brauchst du Hilfe? Fängst du auch schon an? Ja? Na komm. Ich bin schwanger, nicht gelähmt. Ich muss sagen, du gehst damit ganz gut um, wenn man bedenkt. Wenn man was bedenkt. Ich dachte, du bist nicht gerade begeistert von der Neuigkeit. Dafür kann das Baby doch nichts. Außerdem habe ich Harry noch nie so euphorisch gesehen. Es hat keine Nachteile für euch. Ihr seid durch Harrys Testament gut abgesichert, keine Sorge. Ihr wart also schon beim Anwalt. Bloß keine Zeit verschwenden. Es war Harrys Idee. Au. Oh. Also, was liebst du an diesem Job? Die Bezahlung ist ganz gut. Ja, und was noch? Es ist nicht weit von zu Hause. Ach komm, Ned, das kann doch nicht alles sein. Lass dir mal was einfallen. Mehr fällt mir nicht ein. Ach komm, was ist mit der vielen frischen Luft und dem Duft von gerade geschorenem Vlies? Draußen zu arbeiten ist schon ganz schön. Okay, und welche Sachen machen dir besonders Spaß? Ich darf den Traktor fahren. Schätzen dich. Hey, Finger weg von der Wolle. Es ist dein erster Tag, Streberin. Du hast die Leute schon beeindruckt. Ja, ich will hier nur fertig sauber machen. Ich finde, es sieht bereits sauber aus. Ich muss diese Wolle noch klassifizieren. Schön. Wir sehen uns auf Drovers. Heute Abend ist eine Party und du kommst, ob du willst oder nicht. Na klar, ist doch dein Abschied. Ich werde da sein. Richtig. Mein Abschied. Hätte ich fast vergessen.
denn nur so blöd sein? Was ist denn? Jemand hat Bindegarn für das Gatter benutzt. Ja, es ist verunreinigt. Es sind nur ein paar Fasern, aber das reicht. Wir müssen die Klassifizierung ändern. Ein paar Fasern? Ist das alles? Bis jetzt. Es könnten mehr sein. Die hätten Sie gesehen. Aber wenn nicht, steht in den Regeln, dass Fremdfasern die ganze Partie verändern. Also... Jetzt haben Sie die Ursache ja gefunden. Damit hat es sich doch erledigt. Ich kann es nicht ignorieren. Was ignorieren? Sie sind also das erste Mal Wollklassifizierer. Wir haben hier eine gute Gemeinschaft. Misstraut ein Viehzüchter seinem Klassifizierer, dann... Hey, kommst du? Ja. Ich denke, wir müssen nichts weiter klären, oder? Nein. Okay, wir sehen uns morgen. Hast du meine Liste gesehen? Wozu brauchst du eine Liste? Wenn es dir gehört, pack's ein. Wenn nicht, dann nicht. Nein, aber für die Stadt. Weißt du, für Lebensmittel, Telefon und Strom und für Gas und so ein Zeug. Du weißt doch alles. Ich weiß nicht, wie ich Jodys Sachen alle in die Wohnung bekomme. Sie ist noch aufgeregter als ich. Ich schaff das alles nicht. Doch, das wirst du. Weil du morgen in dem Bus sitzen wirst, denn ich fahre dich nicht bis nach Melbourne. Aber du besuchst uns doch. Klar. Aber du musst erst mal da sein. Oh, hast du schon in mein Album geschrieben? Ach, ich hab was reingekritzelt. Liebe Mick, ich schau dir in die Augen, Kleines, in Liebe Terry. Ja. Das ist nett. Aha. Du bist eine gute Freundin, Tess. Mit dir kann ich reden. Terry interessiert sich nur für seinen Truckstop und seine Musik und... Mick, Terry liebt dich und du wirst ihm sehr fehlen. Hat er dir das gesagt? Das ist offensichtlich. Also, ich weiß nicht. Ich habe versucht, mit ihm zu reden. Es scheint, als wolle er mich loswerden. Hier, das hat er mir ins Album geschrieben. Liebe Mick, ich schau dir in die Augen, Kleines. In Liebe, Terry. Das ist doch süß. Und wo steht, er kann ohne mich nicht leben? Okay. Oh, Kate, komm doch dazu. Deine Mutter ist prima. Steht das jetzt in meinem Album? Nein, nur meine Telefonnummer. Ein Tick von mir. Diese zwei haben nichts als Flausen im Kopf gehabt. Das ist nicht wahr. Ich habe damit nie angefangen. Hey, Fred, ist gut. Wir sind nicht mehr in der Schule. Nicht, Jodie, ich hab den Mund voll. Ach, komm schon, Tess. Nein, geh weg. Habt ihr schon reingeschrieben? Wo rein? In mein Album. Alle schreiben einen Abschiedsgruß rein und ihr kommt mir nicht davon. Weißt du, ich lasse Shakespeare den Vortritt. Na gut, ich hole einen Stift. Was du vorhin über das Kinderkriegen gesagt hast, wie stellst du dir das vor? Naja, so auf die übliche Art. Nick, ich hab einen Stift. Also, Kate, wie war dein erster Tag auf Drovers? Gut. Überzeugend. Ich fürchte, ich muss erst noch lernen, wie hier alles so läuft. Was denn? Nur Dinge, die nicht so liefen, wie ich es wollte. Kate, das ist eine Farm. Tiere, Wetter, Leute, nichts läuft hier nach Plan. Hier. Probier das mal, habe ich selbst gemacht. Total widerlich. Sandra hat es faustdick hinter den Ohren. Sie hat ja schnell zugeschlagen. Harry hatte keine Chance. Hm. Vielleicht wollte er keine. Ich hol mir noch ein Bier, ja? Mrs. Ryan scheint ja die Hosen anzuhaben. Oh ja, und die Stiefel. Die Sporen wahrscheinlich auch. Hm. Dann sollte ich ihr lieber aus dem Weg gehen. Ja, so weit wie möglich. Nie in die Quere kommen. Hey, Nick! Meine Feuerwehruniform. Da gibt es wohl keine Buschfeuer, was? Nein, wahrscheinlich nicht. Weißt du, abgesehen von dem Dreck, dem Rauch und dem Druck, den du mir gemacht hast, war es schön. Anfangs hast du das nicht gedacht. Und du, dass ich nicht gut wäre. Ich hasse es, Unrecht zu haben. Also, wir sehen uns. Bis dann. Ach was, ich sehe dich doch nie wieder.
Freiwillige Feuerwehr vor. Ja. Hey, Jody. Und ich? Mich siehst du auch nicht wieder. Steig ein. Da bist du ja. Ich habe mich schon gefragt, wo du steckst. Ich verabschiede mich von meinem Gemüsegarten. Das darf ich doch. Es ist meine letzte Nacht. Willst du nicht herkommen? Wir können uns zusammen verabschieden. Ich wollte gerade noch eine Ladung zum Truckstop bringen. Heute noch? Naja, ich ziehe da doch morgen ein. Ich muss noch einige Dinge regeln. Terry, ich bin morgen nicht mehr hier. Ja, das ist wahr. Nein, ein für alle Mal. Nicht? Entschuldigung. Rück rüber. Oh. Wasch. Wir sitzen an einem Samstagabend im Bett und können nirgendwo hin. Ich finde, dass die Schule schon ewig her ist. Ja. Ich weiß noch, wie ich aus der letzten Prüfung kam, die ich versaut habe. Und dachte, was mache ich mit meinem Leben? Und jetzt geht das schon wieder los. Vielleicht sollte ich mir auch so einen Fünfjahresplan machen wie du. Ja. Ist es immer das Beste, die Wahrheit zu sagen? Ganz allgemein? Nein. Die will keiner hören. Ich habe zum Beispiel Nick Ryan gesagt, dass ich ihn mag und mich total blamiert. Und wenn es nun etwas Prinzipielles ist? Prinzipielles. Davon hast du immer mehr verstanden als ich. Machst du das Licht aus? Weißt du, was mir heute aufgefallen ist? Was denn? Wie wunderschön du bist. Voller Wollfett, also eher weniger. Ja, du warst in der Schafscherscheune. Da kam ein Sonnenstrahl durch einen Spalt und fiel dir ins Gesicht, als du gelächelt hast. Und ich dachte, naja, du machst mich zum glücklichsten Mann, Sandra. Ich hol mir kurz... Das Wasser! Was ist denn? Sandra? Was ist los? Geht es? Dann wollen wir dich mal reinbringen. Mir geht es gut. Ich gehe wieder an die Arbeit. Du solltest dich lieber ausruhen. Ich bin nicht krank. Es waren erst ein paar Wochen, also noch gar nicht richtig. Na schön, also ich gehe dann wieder zum Scheren. Das ist wahrscheinlich auch besser. Dann hast du ein bisschen mehr Zeit für dich. In Ordnung. Gut. Los, rauf mit euch. Wir müssen uns heute etwas ranhalten. Senba wird nicht dabei sein.
Alles klar. Ihr könnt es ruhig wissen, sie hat das Baby verloren. Meinst du, sie wird es verkraften? Ja, sie ist sehr tapfer. Angeblich passiert so etwas oft, besonders im frühen Stadium. Seid ihr gut angekommen? Die Schafe warten, da kann man doch wohl pünktlich sein. Was ist mit ihm? Gerade gehört. Es tut mir sehr leid. Harry hätte es nicht so früh erzählen sollen. Dann wäre alles etwas einfacher. Aber lieber jetzt als später. Es muss sehr traurig sein. Es geht uns gut. Wenn du reden willst oder etwas brauchst... Vergiss das Scheren nicht. Natürlich. Ich will dich nicht aufhalten. Los, Jody, wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Liegt nicht an dir, Jody. Ja. Wie ist die Wolle klassifiziert? Kategorie 3 AM. Was ist das denn hier? Eine schwarze Faser. Das soll also feine Fließwolle sein? Ja. Sind Sie blind? Nein. Dann müssen Sie dumm sein. Als Wollklassifizierer sollten Sie wissen, dass wenige Fremdfasern die ganze Partie unbrauchbar machen. Ich weiß. Wieso haben Sie die drin gelassen? Ich kann es Ihnen nicht erklären. Dann verschwinden Sie. Sofort. Halt, Moment mal, Harry. Die ganze Partie ist verunreinigt, das sieht doch jeder Idiot. Wie konnte das passieren? Weil sie eine inkompetente Dilettantin ist. Sei nicht so streng, Dad. Sie ist neu. Das ist egal. Sie kostet mich viel Geld. Ich will sie hier nicht mehr sehen. Also los, raus. Kate! Er ist nur schlecht gelaunt. Er beruhigt sich wieder. Tess und Stevie halten mich für eine Idiotin. Sicher nicht. Es ist deine erste Stelle. Jeder macht mal Fehler. Ich mache andauernd welche. Welche? Naja, Fehler eben. Auf der Farm. Ich habe ein Feuerwehrauto verloren. Wirklich? Eigentlich war es Alex schuld. Es ist nur so, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich wusste von den Fasern. Jemand hat das Tor mit schwarzem Bindegarn verschlossen. Und Sandra hat gesagt, ich soll es ignorieren. Wieso wollte sie das? Ist doch egal. Der Punkt ist, ich habe das Falsche getan. Und? Haben schon alle da reingeschrieben? Ja, so ziemlich. Außer Tess. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, sie will sich drücken. Kann ich verstehen. Was sagst du? Hallo. Ich muss mal kurz etwas prüfen. Hey, Kate! Reiß dich zusammen, Freddy. Es gibt andere Jobs. Ich bin Herr meines eigenen Schicksals. Das ist nicht wahr, ich bin ein Idiot. Wie lief denn die Schuhe? Ganz gut, nur dieses Mädchen musste ich wegschicken. Jemand hat Bindegarn rumliegen lassen. Es ist in die Wolle geraten und sie hat es nicht gemerkt. Sie ist vielleicht etwas unerfahren. Ich lasse sie aber nicht an meiner Wolle üben. Hat man sie gefeuert? Das ist mir egal, das liegt bei Tess. Ich will sie auf jeden Fall nicht in der Nähe meiner Scheune sehen. Lassen wir das. Wie geht es dir? Ganz gut. Ja? Schön. Okay. Ich wollte nur
Sehen, wie es dir geht. Ich gehe lieber zurück, bevor noch was schief geht. Ah, oh, ich wollte aber gerade einen Tee machen. Nein. Willst du keinen? Nein, 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 nicht nötig, wirklich. Okay. Du siehst besser aus. Etwas frischer. Du bist auf dem richtigen Weg. Du kannst nicht weggehen. Tess hat dich nicht gefeuert. Du musst dir das hier ansehen. Also, was liebst du an diesem Job? Die Bezahlung. Der Beweis, euer Ehren, für die Unschuld meiner Mandantin. Ist mir egal. Wenn man mir diese Aufgabe nicht zutraut, dann sollte ich es wohl lieber lassen. Das sind wieder deine Prinzipien, von denen du immer redest. Ja, richtig. Und die Tatsache, dass du alle hängen lässt? Die finden jemand anders. Ja, und was ist, wenn nicht? Es tut mir leid, ich kann nicht. Du gibst ganz schön schnell auf, Kate. Das stimmt nicht. Dann hör endlich auf, dich zu bedauern und unternimm was dagegen. Sie will sich nur rausreden. Ich weiß, dass Sandra das normalerweise nicht tut. Richtig, sie tut sowas nicht. Aber egal, wie es zustande gekommen ist, es war lediglich ein Versehen. Tess, sie wusste von der Verunreinigung. Wieso hat sie es nicht gemeldet? Was sie auch erzählt, sie hat ihre Arbeit nicht gemacht und sowas kann ich nicht leiden. Netter Versuch. Nimm es dir nicht zu Herzen, er ist einfach ein bockiger, alter... Kate? Mr. Ryan? Ich sagte doch, sie sollen verschwinden. Es war falsch von mir. Ich habe die Fasern gesehen, Es war ein Fehler. Ich hätte es ihnen melden sollen, aber das habe ich nicht. Es gibt keine Entschuldigung. Nein, keine. Aber ich habe daraus gelernt und ich garantiere Ihnen, es wird nie wieder passieren. Es muss viel Wolle klassifiziert werden. Sorge dafür, dass Sie es machen. Hey, Kate. Gute Arbeit. Komm schon. Ich pack da schon mal in den Wagen, ja? So eilig haben wir es doch nicht. Ich habe noch einiges zu tun. Ja, immer schön hinauszögern. Komm schon. Je schneller du packst, desto eher können wir los. Hört sich an, als würdest du es gut finden. Das ist es doch auch. Willst du mich loswerden? Setz dich. Also gut, ich will dich loswerden. Denn jede Minute, die du länger bleibst, macht mir klar, wie sehr du mir fehlen wirst. Harry. Ich weiß, du musst dich entfalten, aber mein Gott, ich werde sehr einsam sein ohne dich. Ich komme wieder. Hoffentlich. Du lässt dich gern striegeln, was? Also, keine Schokolade vor dem Essen. Wenn Charlotte auf dir sitzt, wird nicht getrabt. Ärgere nicht die Alpakas und verirr dich nicht in Mamas Gemüsegarten, okay? Hey, soll ich dich auch striegeln? Zwei werdet mir fehlen. Ich wünschte, ich könnte euch mitnehmen. Aber es ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Koppel.
Seid ihr fertig? Ja, zum Glück. Lief dann doch gut. Harry, verzeih mir. Es gibt nichts zu verzeihen. Das Baby, ich weiß, ich habe dich enttäuscht. Es tut mir so leid. Ach, komm schon. Das ist doch Unsinn. Ich liebe dich. Egal, was passiert. Ich würde es so gern ungeschehen machen. Ich weiß, aber das geht nicht. Ich sag dir, was wir tun können. Wir versuchen es erneut. Was meinst du? Ja. Gut. Dann sind wir uns einig. Die junge Frau arbeitet wieder bei mir. Sie hat nur einen Fehler gemacht. Das kann jedem passieren. Also, grüß Melbourne von mir, Jody. Klar. Ich sag nicht leb wohl, denn wir sehen uns wieder, oder? Sicher. Ich sage auch auf Wiedersehen. Und pass auf dich auf. Danke. Wiedersehen. Also. Also lasst uns fahren. Wir sehen uns dann, auf jeden Fall. Oh, du hast nicht ins Album geschrieben. Ruft an, wenn ihr da seid. Macht's gut. Unser großes Abenteuer. Wie heißt es so schön? Ein kleiner Schritt für McFaunt. Und Jody. Übrigens, Celia hat mir den Namen einer Kleiderfabrik in Melbourne gegeben. Die suchen Zuschneider. Ach, und sie hat eine Freundin, die Telemarketing macht. Halt bitte an. Ich will nicht gehen. Ich weiß, ich meine, sie werden mir auch... Nein, 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 Mama, ich habe drüber nachgedacht. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, du brauchst mich, aber ich kann nicht mitkommen. Aber du wolltest doch immer schon weg von Drovers. Ja, ich weiß, das will ich auch. Irgendwann. Wenn für mich die Zeit gekommen ist. Ich will doch nicht mit meiner Mutter von zu Hause weglaufen. Weißt du, ich leiste eigentlich gute Arbeit. Und das freut mich natürlich. Und wenn ich mit dir in die Stadt gehe... Es macht dir doch nichts aus, hä? Es tut mir so leid, aber ich dachte, du wolltest mitkommen. Wollte ich, will ich auch, aber nur zu Besuch. Ich hab dich lieb. Oh, ich dich auch. Ich bring dich zurück. Nein, ich gehe zu Fuß. Okay, fahr, bevor ich es mir anders überlege. Zu Ende bringen. Das heißt, wenn ihr mich noch wollt. Nein, nicht wirklich. Auf keinen Fall. Pech gehabt. Schön, dass du wieder da bist.
Meine Liebe, Mick. Ich konnte noch nie so gut Abschied nehmen. Na gut. Du wirst immer zu unserem Leben gehören, egal wohin dein Lebensweg dich noch führt. Ich wünsche dir alles Gute, liebste Freundin. Und denk daran, du hast immer ein Zuhause, das auf dich wartet. Es grüßt und küsst dich, deine Tess McCloud. Und hier wohnt meine liebe Freundin Jodie Fountain. Sie ist enorm unordentlich und sie schnarcht. Aber ich bin froh, dass sie nicht in Melbourne ist. Ja, bin ich auch. Hast du was zu essen? Oh, absolut. Total eklig. Hm. Also, wie funktioniert dieses Fünf-Jahres-Plan-Ding? Ganz einfach. Wir sind hier. Mhm. Ich bin beim Uni-Abschluss die Jahrgangsbeste. Das war ein kurzfristiges Ziel, also hake ich es ab und kriege einen Bonuspunkt. Bonuspunkt? Und hier mittelfristige Ziele. Praktische Erfahrung gewinnen. Das ist der Job als Farmarbeiterin. Häkchen. Ist doch klar, dass sich das nicht lohnt. Hör auf, du liebst es doch. Naja, vielleicht ein bisschen. Wie sieht es denn mit einem Freund aus? Das sehe ich hier gar nicht. Ich trage es für dich ein. Wag es nicht. Finger weg, nicht mit Rot! Oh.